gesehen, was Bayern München Hansa Rostock gegeben hatte. Und gestern nun war es endlich soweit. Die beste Vereinsmannschaft der Welt, also der Champions-League-Sieger auf dem Rostocker Rasen. Bayern München verzichtete auf die Antrittsgage und auch die Zuschauereinnahmen gingen komplett in die leeren Kassen von Hansa Rostock. In Rostock war man gespannt auf den neuen Trainer der Bayern und natürlich auch auf Toni Kroos, denn der hat ja schließlich jahrelang hier in Mecklenburg-Vorpommern Fußball gespielt. Ein wirklich schöner Fußballnachmittag zum guten Zweck. Irgendwie ist erste Liga angesagt. Das Stadion seit 6 Jahren zum ersten Mal wieder ausverkauft. Gegner damals wie heute, die Bayern. Fast Fanfreundschaften. Es wäre schön, wenn sie gewinnen, einfach auch fürs Selbstvertrauen. Die Bayern jetzt? Die Bayern, ja, ja. Ach so. Die Hansa-Spieler sind bestimmt hochmotiviert und es wird nicht einfach. Ein bisschen Sport soll auch mit dabei sein, aber ich glaube, es ist eher das Event, was hier zählt. Und natürlich auch die Geste der Bayern, finde ich super. Rostock schnuppert am großen Fußball. 28.000 Zuschauer, 1 Million Euro in der Kasse. Es ist Zahltag, wenn die Bayern kommen. Und beim Trippelsieger geben zumindest 2 eine gute Figur ab. Zunächst Philipp Lahm mit dem 1:0. Und dann der spanische Trainer Pep Guardiola mit seinem ersten Fernsehinterview auf Deutsch. Hier, ich habe dritten Division und ein unglaubliches Stadion, eine unglaubliche Atmosphäre. Die Bayern versuchen zu spielen. Rostock bissig in der Verteidigung. Die Hanseaten mit einem Jahresbudget von 2 Millionen Euro. Allein Bayerns Abwehrblock hat 10-mal so viel. Noch vor der Halbzeit das 2:0. Und dann dieser geschichtsträchtige Handschlag mit Halbzeitschnack. Ich habe klar erst noch mal bedankt, dass sie da sind und ihn auch noch mal von unserer Seite begrüßt, dass wir alle freuen, dass er da ist. Und dann haben wir noch ein bisschen über Fußball gesprochen, ganz kurz. Und ein toller Mensch. Na, lieber Rostock-Fan, so schlecht ist das Spiel doch nicht. Und Hansa kommt sogar in Hälfte 2. Die Bayern hingegen mit Stil. Sie haben mit diesem Benefits Spielwort gehalten und unterstützen Hansa Rostock, das mit 16 Millionen Euro am Boden liegt. 4 Tore schießen die Münchner trotzdem. Gut, die letzte Mannschaft, die 4:0 gegen Bayern verloren hat, war der FC Barcelona. Und von dem her ist eine respektable Leistung gewesen heute. Toni Kroos nach 4 Jahren Hansa jetzt ausnahmsweise als Kapitän der Münchner. Das unterstreicht die Bayern auf erfolgreicher Sympathietour an der Küste. 21 Uhr, Rostock-Lage. Das Scherzduett Lahm und Rafinha verlässt die Küste. Bye, bye, Bayern. Keiner weiß, wann sie das nächste Mal hierher kommen. Hoffentlich zum Punktspiel. Und jetzt geht's rein ins Studio zu Marilyn Pagel und den Nachrichten.